Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin wieder zurück aus dem Winterschlaf. Sorry, tut mir leid. Dafür aber ab jetzt wieder jeden Tag ein neues Video. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an ihn hier erinnern kann. Das ist Pau Envy. Und die, die das erste Video über ihn gesehen haben, wissen ganz genau, was für ein weirder Typ das ist. Und die, die es nicht gesehen haben, naja, schnallt euch an. Denn kurz gesagt ist dieser Typ der Inbegriff eines ekelhaften Weirdos. Von Beruf ist er Roblox-Streamer. Also ja, er ist wirklich Roblox-Streamer. Und genauso lebt er auch. Denn das hier ist sein Zimmer und er räumt es wirklich nie auf. Es wird erst sauber gemacht, wenn kein Müll und Dreck mehr hinpasst. Yep, das ist sein Zimmer. Und yep, das ist er, wie er komische Dinge in seinem gammeligen Zimmer tut. Und genau deswegen schauen wir uns heute mal an, ob sich etwas in seinem Leben geändert hat oder ob er immer noch das komische Kind von nebenan ist. My weekend as a Roblox streamer. First I went to the mall to find a girlfriend. Any cute girls wanna hold my hand? Bruder, wie peinlich. Sogar deine Homies hinter der Kamera lachen dich aus. War auch klar, dass niemand freiwillig deine Freundin sein will. Die bekommen Angst, wenn sie dich dort sehen. Any cute girl? No. Ja, das war klar, dass du diese Antwort bekommst. Und naja, weil sich dort keine Dame für ihn gemeldet hat, geht er jetzt selbst auf Jagd und versucht, eine Lady zu risen. Excuse me. How are you? My lady? That was good, right? Alright, sweet. Ach du heilige Sch... War das unangenehm. Sie wird definitiv zu wenig bezahlt, als dass sie sich jetzt mit dir da unterhält. Lass die Arme doch ihren Job machen. Die hat nicht mal mit dir geredet. Direkt tot ignoriert. Alright, sweet. Ja, dieser Blick sagt mehr als 1000 Worte. Er wurde gerade in Grund und Boden gestampft von ihr, heult innerlich schon komplett rum, aber versucht es zu überspielen. Then I went to my parents' house and look at this mess. They still haven't cleaned it up. I don't know what my parents are doing. They need to clean my old room. It's really stinky. Ja, super. Und da haben wir auch gleich wieder das Problem. Sein Zimmer hat sich original kein Stück verändert. Was ist das da? Wieso ist diese 90er-Perücke da? Ich will gar nicht wissen, was er für Rollenspiele damit gemacht hat. And check out my nails. I got some really cool finger paint. And don't worry about my hand. It looks hurt, but it's not. It doesn't hurt at all. Sieht schrecklich aus. Wirklich, es sieht ekelhaft aus. Auch noch so halb abgeknabbert. Der Typ ist wirklich ein laufendes Frack. Oh, you're looking really cool today. How are you? Nice to meet you. Bro, hör doch mal auf. Wieso versuchst du mich gerade zu risen? Das sieht nicht cool oder sexy aus. Nein, das sieht so aus, als würdest du gerade einen Anfall schieben. Aber zum Glück gibt es sowas wie Putzfrauen, die sich um solche Extremfälle kümmern. The maids are back. They're here to clean my room again. So let's get started with the before. This is how the room's currently looking. Not that bad. But like I said, I am moving out. Die bekommen als Aufgabe einfach halben Atombunker, den sie sauber machen müssen. Now the maids are hard at work. You can see they've cleaned up the kitchen really well. And I was like, man, you guys have done such a good job. And look at all this trash they took down from my room. This is a lot of trash, guys. I felt kind of bad that they have to clean my toxic wasteland of a room. So, you know, thumbs up. But you deserve more than that. So I gave them each $100. I thought it would make things right. I still feel like it was kind of messed up, they had to clean all that. 100 Euro sind viel zu wenig. Das sind gerade mal 5% von dem eigentlichen Schmerzensgeld. Jede einzelne Putzfrau hat danach eine Psychose und kann nie wieder normal arbeiten, nachdem sie deine Wohnung sauber gemacht hat. The room is actually kind of, it's stunning. I don't even know if I want to move out anymore. But my parents still want me to pay rent, and I refuse to pay rent. So I won't be living here anymore. However, the room does look good. I'm excited to move out. Move-out day is on the first. Ihr habt richtig gehört. Er zieht aus. Das ist doch die beste Entscheidung hier. Schau einfach auf alles und zieh durch. Seh das jetzt als Neuanfang. Lass die alten Dämonen in deiner alten Wohnung und fang ein neues Leben an. Sei direkt komplett sauber und ordentlich von Anfang an und fang erst gar nicht an, damit irgendetwas zuzumüllen. Dann passt alles. Roach check. Let's see how many roaches we have inside of the new house. Wie viele Kakerlaken gibt's im neuen Haus? Bro, what the f***? Du bist vor 2 Tagen da eingezogen. Wie kann das sein, dass schon wieder alles voll mit Kakerlaken ist? I found this guy crawling up the wall. So I used this tripod to knock him down. But then I thought he got stuck on the tripod. That was scary. Is it on it? Dieser Typ ist wirklich ein Mysterium für sich. Egal wo der hingeht, alles ist gefickt und verpestet danach. Und ich sag euch ehrlich, ich glaube auch an einem anderen Tag gewinnt die Kakerlake das Battle gegen ihn. He then found this guy trying to smell the toilet. Stinky!
Austin, get the roach, man. Dude, this is your best bro, friend. Bro, get the roach, bro. Get the roach. Dude, this is our... Yo, what up, bro? We chilling? Yo, I love you, bro. You a goat. Oh, cutie. Das ist wirklich Ausnahmezustand. Er erfüllt wirklich das Klischee eines klassischen Roblox-Streamers. Aber hey, 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 hey. Ich weiß zwar nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat tatsächlich ein Date mit einem echten Mädchen. Ja, ein echtes Mädchen und nicht sowas. Oh my God! I went on a date to the Cheesecake Factory. I took this pretty girl to the Cheesecake Factory. And she got all ready for a nice dining experience. Wie kann das eigentlich sein, dass er ein Girl am Start hat und ich nicht? Was mach ich falsch? However, ever since I found out I have to buy rent every single month instead of for the whole year, I decided I can't afford Cheesecake Factory. So I brought our own cheesecake. It was deluxe from HEB, which is the Texas version of Walmart. Ach so, du lädst sie ein auf ein Date, auf ein schönes, romantisches Date in einem Kuchenladen, aber bringst deinen eigenen billig 50-Cent Kuchen mit. Das ist echt hart zu verarbeiten, Mann. Wenn die wüsste, wie es zu Hause bei ihm aussieht. Sie weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Which is the Texas version of Walmart. Now, she was a little unimpressed with this, but I think it's... Hey, yo, was war das? Chill. Ganz langsam, nichts überstürzen. Ich weiß, das ist dein erster Kontakt mit einer Frau, welche nicht deine Mutter ist, aber chill, okay? Was muss sie sich eigentlich dabei gedacht haben? Die Arme überlegt gerade, ob sie jetzt losschreien und wegrennen soll oder ihn erst im Nachhinein anzeigt für Belästigung. Moving on, I did get some bread, this is free, and I put the butter on for her. She said she likes butter on the bread, and I did this without being asked because I am a gentleman. Now, she didn't seem too impressed with this, and she said it was unsanitary to use my hands. I think she was just being a little extra, and now my hands were buttery. We did share the Mountain Dew, and it was really warm temperature, so I didn't like it. Now, she did like the cheesecake. She was clearly very hungry. It kind of made me uncomfortable, actually. Usually girls are should be ladylike, but we had a fun time. I enjoyed it, and yeah, thanks for watching. Also, das sieht mal wirklich nach einem gelungenen Date aus. Und wie es scheint, ist das auch wirklich gelungen, denn sie ist jetzt seine richtige Freundin. Sogar er hat es geschafft. Wieso wir nicht? I took my hot girlfriend to Chuck E. Cheese. It was $100 to play with Chuck E. for an hour, but that's a price I'm willing to pay. Na, das ist crazy. So reinzuschalten, während deine Freundin zuschaut. Embarrassing! That hurt a lot, so we decided to take it slow on the horse. And then we get in the submarine, just like from the Beatles, if you know who they are. They're an old school band. I don't know how to slow dance, but I tried my best with her to impress her. I think I did pretty good for my first time. Then we went on this carousel. This was probably my favorite ride. She doesn't look like she had that much fun. Er hat wirklich die eine gefunden, ne? Die ist doch genauso weird wie er. Was machen die da? Sind die 10? Dieser Kerl macht mich fertig. But I did, and I'm all that matters. Then we went on this bicycle. She loved it, but I don't really like it. Damn, boy, er macht moves. Next up was the gift table, where I got to get and spend all my tickets. Uck, Madison, will you Chucky marry me? How envy? Of course I will. Oh my gosh. This girl of how envy. What a man. This is the part where we live happily ever after. Meine ehrliche Reaktion dazu ist die hier. Das war mit einer der komischsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Richtiger Ring war zu teuer, deswegen bekommt sie nur sowas. Hä? Ich kann das alles nicht mehr. Und da gehen die zwei. Schade. Ich hätte gerne noch ihre Reaktion auf sein Zimmer gesehen. Hosting a rager as a Roblox streamer. Today I decided to host a rager. Ich glaube, er kommt so langsam in seine wilde Phase. Erst neues Haus, dann erste Freundin und jetzt feiert er schon Partys mit den Jungs. And first things first was to drink water out of my friend's chest hole. Thank you, Luke, for letting Evan take a little sip. He liked it. He thought it was really good. What about the rest of it? What the heck? Das ist die Party? Das passiert also auf deiner Party? Ja gut, sowas passiert gefühlt auf jeder zweiten Studentenparty in Berlin auch. After all the chest hole work, it's time to shave some eyebrows. I shaved everybody's eyebrow, including my own. I'm really good at it. Shout out to my barber, dog. Look who fell asleep. That's a party foul. Look at this. It's like his eyes are open. Shaved some more eyebrows, and this guy wasn't sure if I should shave his eyebrows, so we played rock, paper, scissors. And I won! That's right, I was the winner of the rock, paper, scissors, so I shaved his head real good. Look at him, he's looking fly
as heck. Das war die schlechteste Party der Welt. Wie unangenehm. Keiner feiert und die machen nur irgendwelche weirden Spiele, wo sie sich gegenseitig rasieren müssen. Bro, das ist echt abgefuckt. Staying healthy as a Roblox Streamer. Ja, dann zeig uns doch mal, wie gesund du lebst. Lass mich raten. Gar nicht. Staying healthy as a Roblox Streamer. When I wake up in the morning, I get 2 Starbucks coffees. These usually keep me energized for about 4 hours and a sausage burrito from Starbucks. That's a W. Then I go downstairs and sometimes I'll have another cup of coffee. Hör doch auf, deine Kaffeemaschine so anzufassen. Was hast du vor mit ihr? I just love coffee. I love it so much. I love it. I love coffee. I just love coffee. Have you ever tried? Na. Bevor das hier in eine ganz eklige Richtung geht, mach ich lieber Stopp. Vorbei mit dir. Verschwinde aus meinen Gedanken. Im Gegensatz zu euch. Ihr verschwindet niemals aus meinen Gedanken. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann drückt einfach auf den Daumen nach oben. Ein kleiner Klick und ich küsse euren Arsch dafür. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.